Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Dynasty Squalls. Ich werde es mal starten und voll mit reinmachen. Dann muss es sofort losgehen. Da ist es schon. Und da ist es auch. Ich glaube, ich habe meinen Account schon ausgewählt. Deswegen drücke ich einfach mal Start. Ich hoffe mal, dass es mein Account ist. Mein Grad war ich schon mal auf ein. Das war nicht mein Account. Das ist mein Account. Super, Red Dog ist hier. Dann legen wir mal los. Wir haben heute den 6. Tag, wo ich das Spiel spiele. Insgesamt nicht jetzt 6 Tage hintereinander. Insgesamt spiele ich das schon 6 Tage. Also nicht so oft. Und ich muss mal hier jetzt ein paar Nachrichten checken, damit ich ein paar Sachen geschenkt kriege. Das war viel. Warum war ich denn das letzte Mal online? Eieiei. Das kann ja noch lange dauern. Jackpot nennt man sowas, oder? Dann löschen wir mal die Nachrichten. Recyceln. Ach, Helden. Da habe ich letztes Mal einen Fehler gemacht. Da habe ich mir einen Held ausgesucht, recycelt und da war down. Also damit löscht man Leute, ne? Das habe ich natürlich nicht vor, deswegen lasse ich das erstmal weg. Wo ist denn? Das Bild sieht so anders aus. Ah, hier, ich fange doch immer in Dynasty City an. Genau, deswegen sah es so anders aus. Hier mal 2 Leute beschwören. Einmal den normalen. Okay. Wen schicken wir verjagt? Sie ist dafür geeignet. 12 Stunden. So, die habe ich jetzt 12 Stunden nicht mehr zur Verfügung. Kein Problem. Mal 3. Gut, das war jetzt der erste. Klaus. Ein Zurückgeben war das. Nein. Da. Dann nehmen wir den hier. Den epischen Helden. Ah, auch nur Puzzleteile. Besser als gar nichts. Dann haben wir hier beim Team noch etwas. Warum bin ich eine Frau? Ich hatte doch einen fremden Mann gehabt vorher. Ach, das war der, den ich gelöscht habe, ne? Das wäre jetzt, glaube ich, auch Red Dog 2 jetzt. Naja. Was soll's. Wie weit geht das? Bis der Pott hier voll ist. Ich habe noch 6000. Jetzt geht's schneller. Zack. Weil der eine schon voll ist. Jetzt kommen auch hier diese 3. Jetzt noch der eine und dann ist er voll. Ja, okay. Gehen wir zum anderen hin. Alles equippen, upgraden. Alles equippen, upgraden. Und wieder. Alles equippen und upgraden. Da geht's nicht mehr weiter, gut.
Höher geht's nicht. Power lassen wir jetzt erstmal. Oder machen wir den auch nochmal schnell. So, dann zeigt euch mal ja heraus, wo man was drücken muss. Und dann geht alles ganz schnell. Jetzt weg von denen. Hier was zum nächsten. So, das war jetzt einmal die hier. Den haben wir gemacht. Jetzt kommt die hier dran. Upgraden, das ist gut. Okay, hier geht's nicht weiter. Level up. Geht auch nicht mehr weiter. Oh shit. Einen neuen Stern. Und die ist auch bei Power. Eigentlich fange ich einmal von unten an. Ah, warum mache ich jetzt die obersten zuerst? Ich möchte doch immer die schlechtesten aufpushen, damit ich mit dem mal wieder kämpfe. Damit ich ein bisschen Abwechslung habe, nicht immer mit den gleichen kämpfen. Denn ihr wisst, was ich meine. Okay, dann geht's jetzt zum letzten. Da ist der letzte. Upgraden. Super. Haben wir gemacht. Okay, da geht's jetzt nicht mehr weiter. Aufleveln können wir den noch. Hab ja genug XP. Oder XP-Rollen, wie man die auch immer nennen möchte. Oh, der ist noch bei Queen. Zack. Jetzt mache ich mal 1, vielleicht kriege ich ja das mit 42. Hm? Das sind immer 5. Oh, super. Ein Punkt. Okay. Hat er die Power auch schon voll? Kommt jetzt der nächste. Könnte sich hier wegmachen. Da. Den haben wir gerade gehabt. Jetzt kommt der dran. Upgraden. Level up. Oh, das geht schnell. Zack, zack. Ach, machen wir mit dem weiter. Egal, wenn ein paar Punkte zu weit gehen. Oder? Fertig. Das ist auch noch dein Anfang. Sternbild, wo bist du? Da ist der Drache. Und weiter geht's. Damit wir die Power auch noch voll kriegen. Ich hoffe, meine Aufnahme ist soweit ganz gut. Ich benutze gerade jetzt neue Programme, weil ich meinen Rechner formatiert hatte. So. Dann kommt jetzt der hier dran. Level up.
Oh, gleich habe ich keine mehr. Den habe ich noch geschafft. Aber mit den nächsten wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Der hat auch jetzt sein erstes Sternbild. Sternzeichen, Sternbild. Wie ihr wollt. Okay, Power ist auch fertig. Dann nehmen wir jetzt den nächsten. Oh, das war's. Das waren alle. Ich habe nur 6. Ich hatte doch mal, ich glaube, 8 Stück gehabt. Naja, egal. Da sitzen wir. Darf ich nochmal ausrüsten? Wie viel Geld habe ich? 16 Millionen. Was habe ich denn noch bei denen? Ach, das. Der hat keine Waffe. Das gibt's doch nicht. Und bei denen auch noch das Trade. Jawohl. So, bei denen. Fertig. Der nächste. Oder die nächste in dem Fall. Okay. Aber jetzt sind die Hellen sozusagen fertig. Dann nehmen wir jetzt den Buff. The Warlords. Das war alles hier. Nee, da ist noch was. Ach, Dynastie Squads. Die Schriftrollen. Das müssen wir alles fertig haben. 2 von 5. Ist noch ein roter Punkt. Das war der rote Punkt. Der hier. Sidequests. Die Nebenquests. Hier geht schon wieder was. Nein. Da. Ah, wieder ein freier Charakter, den wir jetzt mal beschwören werden. Close. Ranking. Arcade. Arcade Arena. Das ist auch ganz gut. Wir haben Power 320. Greifen wir den mal an. Ich glaube, wir müssen 5 Stück angreifen, war das. Gewonnen.
Schnellversion. Nicht so viel hochgehen, immer nur ein bisschen, damit ich auch leichte Gegner habe. Und wenn ich ganz oben bin, dann komme ich nicht mehr weiter. Chancen habe ich. Und ist das jetzt die 15, glaube ich? Ja. Ich glaube, das waren 5 für die Tagesquest. Ich habe die gar nicht angeschaut. Ich meine, es wären immer 5 gewesen. Wo waren die Queste? Wo waren die? Da, Mission. Play Hero Battle 3 times. Heute ist Donnerstag. Oh. Und wie kann ich da kämpfen? Von 0 bis 14 Uhr? Ach, schon nach 14. Warte mal gucken. Ah, Mist. Die Stunde ist zu spät. Okay, die geht schon mal nicht mehr. Play Warrior Trade 8-mal. Also hier muss ich 8 Kämpfe machen. Mich mehr Damage. Brothers, heed my call. 3. I will protect the Han Dynasty with everything I have. 4. Es wird schwieriger jetzt. Ich kann nicht mehr vorstufen. Mist. Ich habe vergessen, wie weit wir waren. Oh, der ist jetzt ein bisschen stärker als ich. Kannst du trotzdem probieren? Nein! Ach, der erste Daumen bei mir jetzt. Nee, doch nicht. Ich kriege eine Heilung. Okay, jetzt sind wir. Doch, das gewinne ich noch. Obwohl der Gegner stärker ist als ich. Super. War nicht easy, aber trotzdem 3 Sterne bekommen. Das ist schon mal nice. Ich glaube, das war jetzt auch der 7. Einer fehlt noch. 2 fehlen noch. Ach, den werde ich nicht schaffen. Dann nehmen wir den hier. Dann machen wir das vorbei.
just as planned. Great! It's time! Praise the Emperor! Can it be can! La la la! Boom! Guck mal, dieser... Bei Mitte ist mir schon einer weggestorben. Also hätte ich schwer gar nicht geschafft. Ach, das habe ich noch nicht mal geschafft. Hat trotzdem gezählt als Kampf. Ich habe noch zwei Herzen, zweimal darf ich noch verlieren. Dann muss ich wieder von unten anfangen. Oder nee, warte. Wenn die drei Herzen weg sind, darf ich heute nicht mehr kämpfen. Kann morgen weiterkämpfen. Wenn ich unten anfangen möchte, muss ich da irgendwie was drücken. Okay, das war der letzte jetzt erstmal. Mission fertig. Play Sidequest. Biograf 5-mal. Ah, ich muss erstmal hier weiterspielen. Death does not scare me. Schauen, ob wir den schaffen. Kann ich skippen? Obwohl ich mich das mehr angucken. Schaffe ich jetzt alle, ohne dass einer von mir stirbt? Oder? Da kacke ich. Das sieht doch schon mal gut aus. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ja, und jetzt alle down. Nein, noch nicht. Jetzt, super, 3 Sterne. Genau das wollte ich sehen. Liru, du bist dran. Skippen. Wer sich die Geschichte alles genau anhören möchte, kannst du selber spielen. Das ist ein sehr gutes Spiel. Mir gefällt es. Auch wenn ich das jetzt nicht allzu oft spiele. Das erinnert mich aber alles an meiner alten Dynastie Warrior-Zeit. Die ich auf meiner PlayStation 2 gezockt habe. Ich glaube, PlayStation 1 hatte ich das auch gehabt. Das Dynastie Warrior 1. Aber das weiß ich nicht mehr so genau. Schon viel zu lange her. Ich möchte meinen Zeigefinger wieder haben. Muss ich mir bei Windows einstellen. So, ein Mist. Ah, nur 2 Sterne. Geschafft, aber nur mit 2 Sternen. Wenn ich die Zeitquest zurückgehe und mache hier weiter, geht das? Skip. Anscheinend geht das. Gleich mal schauen, ob das auch gezählt wird für die Tagesquest. Das war Nummer 3.
Nummer 4. Und der letzte wäre dann. Oh, da kann ich keinen Vorlauf machen. Heilung, immer wichtig. Jawohl, zwei weg. Der ist cool. Phoenix. Oh, einer ist vielleicht down bei mir. Stun, bitte stun. Jawohl. Jawohl. Drei Sterne. Alles geschafft hier. Okay, perfekt. Jo, das hat geklappt. Subi. Ah, ich muss 20 mal Arena kämpfen. Blade 30 Stories. Zwei habe ich schon. 30 Stück. Death does not scare me. Level up. Nummer 10 hinterher. Und nochmal 10 hinterher. Dann habe ich die 30 fertig. Nein, einer fehlt noch. Kann ich nicht zählen. This is as far as you go. Na komm, probier mal den hier mit dem Blitz. Ach so, ich kann keinen Blitz mehr machen. Deswegen hat er bei 29 aufgehört. Boom, drei Sterne. Drei Sterne. Jawohl. Nice. Da haben wir noch schnell gerade die Angriffe gemacht. Jetzt fehlen noch 15 Arena-Angriffe. Boah, 15 Stück. 15 Stück. Also die Ladies sind ganz schön lang. Aber dann müssen wir jetzt mal hier schnell ein paar Leute auf die Nuss hauen. Da oben wird ja mitgezählt, wie viel ich machen muss. Ich nehme immer die Mitte, die goldene Mitte. Ach, verloren? Warum habe ich verloren? Mal anschauen.
ist viel schwächer als ich und der macht mich voll platt. So, jetzt habe ich gewonnen. Also war es von ein ganz knappes Ergebnis wahrscheinlich. Oh, das war auch knapp. Die sind schwach, aber ich habe Probleme bei denen. Den muss ich doch locker umhauen. Das 100.000... Ja, ich wollte schon sagen, 100.000 schwächer als ich. Kampfkraft um 100.000. So, und noch 5. Das wird schwer. Ja, war klar. Noch 2 Kämpfe. Ah, ich kann nur immer die hinteren 2 angreifen. Dann nehme ich den. Auch nicht geschafft. Selbst dann nicht. Gut, das waren alle 20 Kämpfe. Dann habe ich gleich mein Ziel erreicht. Das haben wir auch schon gemacht. Und das geht nicht mehr. Schon zu spät. Was ist das? Okay. Bin ich in der Gilde drin? Es scheint mir ein Gildenboss zu sein. Oh. Na gut, okay. Dann war es das für heute. Dann holen wir mal das Ticket ab. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.